Frankreich ist zwar bekannt für seine Protestkultur, der Ursprung dieser Protest-Trucker liegt jedoch in Kanada. Seit 5 Tagen blockieren sie dort sogar eine wichtige Handelsroute in die USA. Am stärksten ist der Widerstand jedoch weiterhin in der Hauptstadt Ottawa, zeigt uns Christiane Meyer. Die Nacht in Ottawa beginnt mit einem Hubkonzert der Trucker, wie immer. Ihre Belagerung der Hauptstadt wird besonders am Wochenende von vielen Unterstützern begleitet. Eine Mischung aus Partystimmung und politischer Wut. Sie gipfelt immer wieder im Ruf nach Freiheit. Gemeint sind die Einschränkungen durch die Corona-Regeln. Uns geht es um die Freiheit für alle Kanadier. Wir sind nicht gegen irgendwas. Hört auf, uns irgendwo zuzuordnen. Direkt vor dem Parlament, ganz vorne, steht Danny mit seinem Camper. Er ist schon seit dem ersten Tag hier. Erst wollten wir nur ein Wochenende bleiben, aber jetzt parken wir nun mal hier. Mit Hund und 2 kleinen Kindern stehen sie mittendrin. Dannys Frau Jessica war selbst 12 Jahre lang Truckerin. Sie will dabei sein. Die Kinder sollen ein Leben ohne Masken und Corona-Maßnahmen führen können. C'est la cause d'une vie. Es ist eine einmalige Möglichkeit. Wir müssen hier für unsere Rechte kämpfen. Ich bin müde, aber wir bleiben. Es geht niemandem was an, ob ich geimpft bin. Wir brauchen kein Impfmandat. Am Morgen wird bekannt, dass die Blockade der Ambassador-Brücke in Windsor, 750 Kilometer entfernt, geräumt werden soll. Die Polizei dort drängt sie langsam zurück, denn der wirtschaftliche Schaden ist jetzt schon enorm. Die Trucker von Ottawa beeindruckt, dass wenig Aufstand und Spaß gehen hier Hand in Hand. Die Polizei sieht derzeit noch freundlich zu und wartet auf Verstärkung. Erst wenn die mir drohen, mich festzunehmen und den Truck wegzunehmen, dann gehe ich weg. Ich werde nicht meinen Truck verlieren. Und doch verbirgt sich hinter dem vermeintlich friedlichen Protest auch eine harte Gesinnung, sagt die Konfliktforscherin Belsen. Eine Gruppe mit Beziehungen in die rechte, populistische Szene, die es in Kanada schon lange gibt, hat sich organisiert. Die Planung begann lange vor 2022. Danny gehört nicht zu dieser Szene. Seine kleine Versorgungstour wird von der Polizei wohlwollend geduldet. Ich brauche das für meine Kinder, die lassen mich durch. Jessica und Danny wollen sich von den Rechten nicht vereinnahmen lassen, aber von der Polizei vertreiben lassen wollen sie sich auch nicht. Sie können uns nicht mit Gewalt kommen, dann umarmen wir sie einfach. Es geht doch um Frieden und Freiheit. Und sagen, we love you, it's all about peace and freedom. Tausende feiern heute ihre kleine kanadische Revolution. Es dürfte jedoch das letzte Wochenende sein.